prachtvollem Wetter wurde ja heute das Marktfest und 30 Jahre Keltendorf gefeiert. Ja. Ein kurzes Resümee zur Veranstaltung. Das Marktfest selber ist alle 5 Jahre, was wir veranstalten mit den Kirchen. Und das ist ja zudem da, dass wir über verdienstvolle mit den Kirchner in die Vereine, Obmänner, da Ehren, Bronze, Silber und Goldene Nadeln. Ja, ich habe mich heute ganz, ganz viel gefreut, weil so viele Vereine mit so vielen Teilnehmern da dabei gewesen sind. Der ganze Gemeinderat war dabei und die Vereine in riesengroßer Zahl. Ja, es war wirklich ein schönes Fest. Ich begrüße Sie zu unserem 30-jährigen Jubiläum des Keltendorfes Mittekirchen und zu den Feierlichkeiten unseres Marktfestes 2023. Ich bedanke mich im Namen von Frau Vizebürgermeister Martina Granzl und in meinem Namen auf das Allerherzlichste für euer Kommen. Heute wollen wir ein Fest feiern. 5 Jahre ist es her, seit wir uns hier eingefunden haben das letzte Mal, um gemeinsam zu essen und zu trinken. Damals habt ihr meine schöne Halle eingeweiht, die ihr auch später nutzen könnt, um gemeinsam zu essen und zu trinken. 5 Jahre, das ist eine lange Zeit, höchste Zeit für ein Fest. Den Speck, war heute soll niemand hungrig bleiben und als Dankbarkeit für unseren Wohlstand. Tochter, bring den Speck zu den Ahnen und bitte sie um ihren Segen. Ja, Mutter. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen gewissermaßen den Neuzugang im Freilichtmuseum präsentieren, diesen Ring, den Sie aus der großen Entfernung wahrscheinlich nicht sehr gut erkennen können. Es handelt sich um den Rest eines sogenannten Ringgehänges, wie es in der Hallstattzeit durchaus sehr oft gefunden wird. Wir haben schon gehört, dieser Fund stammt nicht aus den 80er Jahren, wo das Gräberfeld gefunden und ausgegraben wurde, sondern der ist erst vor 3 Jahren herausgekommen, auch drüben auf dem Feld, ein sogenannter Streufund. Ich bin aber ganz sicher, dass er ursprünglich zum Gräberfeld dazugehört hat. Und ich möchte mich bedanken bei Martin Luftensteiner dafür, dass er diesen Fund gemeldet hat und dass er ihn ab dem heutigen Tage dem Freilichtmuseum als Leihgabe zur Verfügung stellt. Sie können ihn, ich nehme an, ab morgen oder Montag oder irgendwann nächste Woche bewundern. Da wird er dann hier im Grabhügel in den Vitrinen ausgestellt werden. Zu unserem heutigen Fest dürfen wir auch einige verdiente Personen, die am Erfolg des Keltendorfs großen Anteil haben, vor den Vorhang bitten. Keltendorf ist ja beliebt für alt und jung. Man kann sich wieder 2700 Jahre zurückversetzen. Da ist eine Familie da, da kann man so leben wie vor langer, langer Zeit. Das war auch die Intention damals vom Gemeinderat. Sie wollen nicht einfach nur, ja, machen wir das Freilichtmuseum. Stellen wir ein wenig was auf, zeigen wir ein wenig was her, stellen wir ein paar Hitten auf und ein paar Sachen, was man anschauen kann. Das war's, macht eine Führung durch. Nein, die wollten ein Museum zum Anfassen haben, ja, wo es lebt. Ja. Und dann sind auch sehr viele Workshops, was angeboten werden, zum Beispiel Brettchenweben, Spinnen.
Töpfern, Brot backen, natürlich nach keltischem Vorbild, so Fladenbrote sind es, oder den Metallschmuck, die typischen keltischen Symbole, was da gefertigt werden. Und das ist eigentlich das Schöne am Museum, die Kinder, es kommen ja sehr viele Schüler her, ja, die haben da wirklich Spaß drinnen. Ja. Das heißt, da hat's mit wenigen Mitteln haben die eine tolle Beschäftigung. Ja. Das heißt, es ist nicht nur, dass sie jetzt ein Handy in der Hand haben oder Social Media sind. Nein, sie können sich mit dem eigentlich identifizieren und es macht ja Spaß. Was hat das Keltendorf für einen Stellenwert seitens der Gemeinde Mitterkirchen? Naja, die Gemeinde Mitterkirchen betreibt das Keltendorf als Gemeinde. Wir sind europaweit eigentlich sehr bekannt, haben auch durch die Workshops sehr viele Schüler da, haben jetzt eine neue Leiterin, die Magister Elisabeth Leitner, angestellt, die da sehr innovativ ist mit Veranstaltungen und versuchen auch jetzt das Niveau, sei es in Förderungen, sei es in Workshops zu erheben, beziehungsweise wieder Schulklassen nur mehr zu aktivieren. Und das hat natürlich für Mitterkirchen einen großen Werbeeffekt. Ein Museum muss man auch immer erhalten. Ja, man muss wieder Dächer neu decken. Wir haben auch alles Stroh gedeckt, beziehungsweise mit Schilf mittlerweile, das hält länger, oder auch gewisse sind mit Schindeln gedeckt. Und da schauen wir, dass man Techniken von früher hernimmt. Ja, es gibt noch ein paar wenige, die das machen. Und das sind ja die Ziele, dass man sagt, man kann das Museum erhalten und auch für die Nachwelt vermitteln, ja, da haben die Kelten gewohnt. Gibt es noch irgendwelche Zukunftsvisionen? Unser nächstes Projekt war über Lieder, wo das neue Programm aufgelegt wird, dass man die Originalfond, die Obergrang, über Container, die natürlich klimatisiert sein müssen und dementsprechend auch einen hohen Aufwand sind und Kosten sind. Da werden wir über Lieder versuchen, jetzt das zu bewerkstelligen, aber natürlich auch aus einem finanziellen Rahmen. Diesen freiwilligen Dienst an uns, an der Bevölkerung geleistet haben, zu ehren. Ich freue mich, dass wir heute Danke sagen dürfen mit einer Auszeichnung einer Ehrennadel der Gemeinde in Gold, in Silber oder in Bronze. Thank you.
Es hat ja heute zig Ehrungen gegeben, Gold, Silber, Bronze und eine ganz besondere Ehrung hat es auch gegeben. Was war das? Das war der Ehrenbürger. Wir haben ganz wenige Ehrenbürger bei uns in Mitterkirchen. Und das ist eine ganz besondere Auszeichnung. Da muss man schon eine ganz herausragende Leistung für die Bevölkerung von Mitterkirchen leisten. Und die hat unser August Moser mit absoluter Sicherheit gemacht. Der war von Jugendzeit an, von 18 Jahren an, war er in der Landjugend tätig, war aber nicht nur in Mitterkirchen in der Landjugend, war bezirksweit in der Landjugend tätig. Und so hat sie sich viel gut gesetzt über Feuerwehrkommandant, Gemeinderat, Vizebürgermeister und weiter bis jetzt Seniorenbundobmann, das was er voriges Jahr dann zurückgelegt hat. Der Gemeinderat von Mitterkirchen ist heute am 2. September 2023 in einer eigenen Sitzung zusammengetreten, um für dich, lieber Augustin Moser, eine Ehrung für deine verdienstvolles Wirken und die Marktgemeinde Mitterkirchen zu beschließen. In meinem Namen als Bürgermeister von Mitterkirchen und im Namen von Frau Vizebürgermeisterin Martina Kranzl bedanken wir uns beim Gemeinderat für den einstimmigen Beschluss und die Geschlossenheit, einen weiteren verdienten Gemeindebürger von Mitterkirchen, Herrn Augustin Moser, die höchste Auszeichnung der Marktgemeinde Mitterkirchen, die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Mitterkirchen zu überreichen. Herzliche Gratulation. Thank you.